begrüßen, Sigurd. Sigurd, du Sackgesicht, wo bist du? Da bist du. Wo bist denn du? Da drin? Oh, da haben wir noch eine schöne Truhe. Haben wir vielleicht auch noch irgendwie ein paar Sachen, die mich heilen könnten oder so? Das wäre ganz schön. Eisenerz und Leder. Tja, kann ich mitnehmen. Ah, dann gehen wir da mal mit rein. In die kleine Gruft. Ein kleines schönes Lager. Ein paar Sachen zum Pfeile kann ich. Köcher voll. Schade. Was ist das? Eine Puppe. Nun gut. Die wird uns wahrscheinlich einen Haufen Asche reinbringen. Ich muss auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Ah. Okay, das war noch eine relativ einfache Geschichte. Um solche Türen zu öffnen, musst du ihr Schloss zerstören. Odins Sicht wird es für dich hervorheben. Ah, okay. Ah, Kohle, Kleeblätter. Was haben wir hier? Buch des Wissens aufnehmen. Schön. Eine neue Fähigkeit. Wurfaxtwut. Mhm. 450 EP. Finde ich gut. Fähigkeiten. Was haben wir denn da? Fähigkeiten. Mit Hilfe von Büchern des Wissens kannst du Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Du kannst bis zu 8 Fähigkeiten gleichzeitig zuweisen. Verbessere Fähigkeiten. Wenn du zweimal das gleiche Buch des Wissens findest, wird die bereits erlernte Fähigkeit verbessert. Um mehr Bücher des Wissens zu finden, musst du in allen Gebieten nach Schätzen Ausschau halten. Du findest diese Bücher oft schwer bewacht in Klöstern oder Militärlagern. Coolio. Das ist hier Wurfaxtwut. Schleudere Wurfäxte auf alle Gegner in Reichweite. Die Frage ist natürlich, ob ich die ausweisen muss. Können wir mal auf 1 setzen. Andere habe ich ja bisher noch nicht. Okay, Fähigkeiten, das sind meine Fertigkeiten. Da habe ich noch keine weiteren Punkte, die ich verteilen kann. Stampfen. Ja. Gut. Gewinne die Oberhand in den Kämpfen, indem du Fähigkeiten einsetzt. Gedrückt hältst. Achso, und dann die Nummer. Und hier muss ich dann wahrscheinlich einfach nur die 1 mit einsetzen und da unten habe ich dann das Adrenalin. Okay. Gucken wir mal. Nietfall. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir können uns ja mal hier ein bisschen umschauen. Sigurd muss ich noch suchen. Vorher schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Da haben wir eine Leiter, da können wir auch nochmal raufklettern. Schauen, was hier oben so los ist. Da haben wir ein Pferd. Um dein Langschiff zu durchrufen mit J. Okay. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Da hinten ist irgendwie noch ein Typi unterwegs. Vielleicht können wir an dem mal unsere Fertigkeit ausprobieren. Ah, cool. Na, oh. Das war aber nicht ich mit dem Pferd, oder? Da gehen noch welche Wache. Oh, da hätte ich das Attentat machen können bei denen. Ah, okay. Also langsam groove ich mich ein.
So langsam groove ich mich ein. Ah, der hatte noch ein bisschen Cash dabei, das nehmen wir ihm ab. Das braucht er ja jetzt nicht mehr. Und dann erkunden wir erstmal dieses Lager hier. Hier stehen einen Haufen Pferde umher. Mir fehlen so ein bisschen Energiepunkte, Energy Points. Oh, was haben wir da? Was zu essen! Yay! Hat aber auch nicht ganz geholfen. Das sind alles ziemlich explosive Sachen hier. Oh, mein Köcher ist vermutlich voll. Natürlich ist mein Köcher voll. Gut, vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich mal Sigurd suchen. Und vielleicht können wir ja im besten Fall diesen Außenposten vor uns vereinnahmen, oder? Ich weiß nicht, was passiert. Da scheint auf jeden Fall auch noch was drin zu sein. Was haben wir da? Noch eine Truhe. Ui, schön. Was haben wir da? Leder und Eisenerz. Gut, das werden wir zum Leveln brauchen. Ah, du sollst da nicht drauf rumtouren, du sollst das Ding aufmachen. Da haben wir ein trockenes Brot. Ja, können wir auch gebrauchen. Oh, was sind denn das da für welche? Naja, da hinten dürfte dann, glaube ich, auch Sigurd sein. Wahrscheinlich irgendwelche Unterstützer meiner Sache. Holla. Oh. Grüße, Rabenclan. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gurdorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr. Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Wer bin ich? Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Ja, wir haben... Der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfisch sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen, doch muss ich den Angriff führen. Ach so, ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja, vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Feiern klingt immer gut. Sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Ja, wir schlachten ihn. Entschuldigung, ich habe kurzzeitig die Fassung verloren. Hilf uns hier mal. Harald ist freigebig mit seinem Krieg. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Ist der Junge dumm? Oder trägt er sich weise? Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Ja, das habe ich auch. Aber irgendwas hat er, glaube ich, vor.
Wird das jetzt unser Dings hier, die Feste, die wir eingenommen haben, können wir die jetzt ausbauen? Oh, was passiert denn jetzt? Ein grausames Schicksal, eine neue Quest haben wir erhalten. Zwei Fertigkeitenpunkte. Wo sind wir denn hier gelandet? Sag mal, was ist denn das? Okay, jetzt würde ich sagen, schauen wir erst einmal. Ein grausames Schicksal. Teil von Schlacht um die Nordwege. Kapitel 3. Ruhm und Rache warten hinter den Festungstoren von Kjöt wie dem Grausamen. Müssen wir mit Sigurd einmal sprechen. Das können wir machen. Was haben wir hier? Gut, die Tutorial-Sachen hatten wir ja gesagt. Das überspringen wir alles einmal. Das ist eher nicht ganz so interessant. Aber die Datenbanken werde ich auf jeden Fall nach und nach einmal verlesen. Da sind relativ viele. Da machen wir nicht alle auf einmal, sondern nach und nach. Wen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir Harald einfach mal. Harald ist der König von Norwegen. Harald ambitioniert zu nennen, ist, als würde man Norwegen als ein bisschen felsig bezeichnen. In einem Land, wo das Kleinkönigreiche mit den Gezeiten aufsteigen und stürzen, hat Harald den Stammbaum und das Heer, um seinen Traum von einer vereinten Nation in die Tat umzusetzen. König Harald, in seinen späteren Jahren Schönhaar genannt, ist der Sohn Halfdans des Schwarzen, dessen Name von seinem eigenen schwarzen Haar herrührte. Offensichtlich ist dies eine Familie, die weiß, dass Äußerlichkeiten in der Welt Gewicht haben. Ja, wie war. Und wenn er dann auch noch gut kämpfen kann, warum denn nicht? Und das ist Styrbjörn, der König von Thornberg. König Styrbjörn des Rabenclans, der letzte der Kleinkönige Reykjafylkis, gelangte nicht auf einen Schlag, sondern nur durch sorgfältige Planung an die Macht. Nun wird dieselbe Tugend, mit der er seine Krone gewann, von Freund, Feind und Familie in Frage gestellt. Ja, der macht's vermutlich nicht ganz so lang. Oh ja. Den werden wir nochmal lesen, die anderen drei heben uns für später auf. Heitam oder Heisam, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Jedenfalls, als Heisams Welt zusammenbrach, boten ihm die Verborgenen einen Lebenssinn. Nun befindet er sich mit seinem Mentor Basim auf einer Reise ins Ungewisse und erfüllt die Pflichten seines Credos. Er weiß, dass er als Verborgener nie an Basim heranreichen wird, aber er ist sich sicher, dass er seiner Bruderschaft von großem Nutzen sein werden kann, wenn ihm die Gelegenheit gegeben wird. Ja, wenn er seine Eifersucht und sein Neid so ein bisschen noch zurückstellt, dann dürfte das auf jeden Fall was werden. Jetzt haben wir hier, da gehen wir auf Betäubung dann tatsächlich. Schleichangriffschaden, leichter Schaden, ja, das machen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier dann noch? Weg des Wolfs. Das ist der Schleichangriff, der dann noch erhöht wird. Das ist die Betäubung. Ich glaube, Ausweichen nehmen, glaube ich, den Weg des Wolfes. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Dann gucken wir mal, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Hier wollten wir nämlich bei Gelegenheit auch nochmal zurück. Da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Das ist Flörli. Dann können wir gar nicht weiter ranzoomen, okay. Gut, dann schauen wir mal. 600 Meter. Breite deine Füße aus. Ja, lass uns mal schauen. Da hinten ist auf. Wo zum Teufel sind wir hier denn gelandet? Das ist doch gar nicht mehr das kleine Ding.
Ah. Da ist auch irgendwie noch ein Weg. Da sind wir in Flörli gelandet, okay. Hier ist Vornberg, der Hafen. Da gibt es noch diverse Aufgaben etc. pp. Da werden wir auch nochmal zurückkehren. Hier sind noch einige Punkte. Da werden wir auch nochmal hin bei Gelegenheit. Und dann schauen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal hier um. Den holen wir uns auch dann. Aber vorher Flörli. Weiß ich nicht, wie wir da hingekommen sind. Na gut. Und um sein Langboot scheint ich auch irgendwie eine kleine Festung. Aber das, die haben sie scheinbar auch irgendwie vorher eingenommen. Scheinbar ja. Alter, warum habe ich bei dem Angriff da nicht mitmachen können? Ihr seid kacke, Alter, echt. Ihr habt den ganzen Spaß hier gehabt, Alter, das gibt's doch nicht. So, wer bist du? Du bist ein tapferer Krieger. Oh, was ist denn da? Hallo, hallo? Alter! Leder und Eisenerz. Dann sollten wir das Ding vielleicht öfters mal nutzen. Das Auge Odins. Wichtig ist, dass ich jetzt irgendwie noch mal ein bisschen an Lebensmittel rankomme. Und was feiert ihr hier? Die Einnahme der kleinen Festung? Alter, das sind eine ganze Menge. Was schaut ihr denn da so grimmig rein? Drein. Hm, jetzt habe ich irgendwas verpasst hier. Der ist wahrscheinlich besonders wertvoll. Ja. Nette kleine Festung. Hier trainieren sie dann scheinbar noch. Hier haben sie gespeist und gegessen. War nichts übrig gelassen, die Säcke. Haben alles selbst gefressen. Ah, da haben die Langschiffe angelegt. Da war eine Seemöwe. Das ist eine richtig kleine, schnucklige Festung hier. Hallo, ihr beiden. Na, was geht? Mal gucken, was Sigurd so von sich gibt. Oh, wird das unser Posten hier? Ah, 12 Silber. Das ist meine Kohle, Alter. Glotz mich nicht so an. Die habe ich ehrlich geraubt. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Jütwis Vorposten schmolz dahin. Greifen wir also von hier aus an? Ja, scheiße, ich habe den Auftakt verpasst. So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Dass Eivor Jütvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kirtvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kirtvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Ja.
das Konzept der Ehre. Ein streitbares Konzept. Ich würde sagen, ja, löschen wir ihn aus. Nun muss meine Klinge das Werk von Skulls scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Oh, Basim will mit mir sprechen. Diese Feder ist nicht die eure. Und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du ihn hast. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Haitham ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Halt! Dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Finde ich gut.